Und da wären wir wieder im Vergnügungspark. Wir waren nie weg. Wir waren nie weg. Das kommt mir vor, als wäre es vor 5 Sekunden gewesen. Alter, jetzt darf Harry Mason Karussell fahren. Ja, ich bin schon so gespannt. Und Traubensaft trinken. Boah. Rollstuhlfetische. Ich liebe Pferdekarussells. Tja, wer hätte gedacht, Sibyl ist nicht mehr die Sibyl, die wir lieben gelernt haben. Sie ist Cyborg-Sibyl. Cyborg-Sibyl. Sie wird die räudigen GDI verklagen. Das kommt davon, wenn man 80 Runden am Stück mit dem Karussell fährt. Sibyl. Aber okay, with you. Ja, mal gucken. Oh nein. Ach komm. Nein, nicht. Ach, boah. Du Heiliger. Geh mal schnell ins Menü. Ja, geh mal schnell ins Menü. Ich bin doch schon dabei. Ich hoffe, es klappt auch auf Anhieb. Dann sparen wir uns eine Menge Stress. Ja, denn wenn wir eins wissen, Cyborgs hassen Säure. Sie hassen unbekannte Flüssigkeiten. Nein, es funktioniert noch nicht. Das heißt, wir müssen sie erstmal wieder kitzeln. Mit dem Jagdgewehr? Ja. Ja, finde ich auch. Davon haben wir ja noch einiges. Das prickelt immer so. Mädchen kitzelt man mit dem Jagdgewehr. Merkt euch das. Aber wir, Dr. Sommer sagt. Es Mädchen. Ist auf jeden Fall schon mal gut, dass wir... Ja. Dicht an ihr dran sind, denn wenn sie dicht an einen dran ist, kann sie nicht schießen, sondern schlägt nur auf einen ein. Ja, und das Gute ist, Harry Mason kann dafür aber. Obwohl, warte mal, ich glaube, man muss erstmal zusehen, dass sie ihre Munition verschwendet, damit man sie mit dem Traubensaft. Ach, das ist doch wieder. Echt, ist das so? Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, was macht man da? Einfach mal gucken. Ach, das hat ja. Also der Klotz wieder. Ja, das ist ja ein Duell. Duell der Könige hier, was hier passiert. Das ist... Ach, komm, hör auf. Ach komm, das laden wir mal. So. Ja, rennen wir um hier rum. Ah. Ja, ist doch, so ist doch gut. So. Genau, einmal schön in die Brust ballern. Ist ja eh nur Implantate drin. Ach, so, ach Gott, laden. Lass das mal. Du mit deiner Knarre. Das ist geh ja, mal schnell ins Menü. Das ist ja hier wie in Ferguson. Ach, du Heilige. Ja. Ihre Schläge sind aber ganz schön... Schlimmer als die Schüsse. Irgendwas stimmt nein, da nicht. Du blöde, blöde Schlampe. Gut, dass Harry Mason... Och, aber Herr Mason. Ach, das lade ich auch mal nach. Ja. Steh auf, was geht mit dir jetzt, Harry? Ich war müde. Das Duell der Könige, aber sowas von... Schnell, Harry. Wie siehst du noch? Ach, ja, das geht ja noch. Einmal werden wir noch wach. Dann ist Heiligabend. Ja, das sieht doch gut aus. Hä? Jetzt kannst du dir den Scheiß in die Fresse ja, kippen. Wo ist er denn jetzt? Wo ist er überhaupt? Warte mal. Erstmal, geh nochmal rein. Haut sie ab? Nee, die hockt hier irgendwo doof rum. Aber nicht in ihrem Rollstuhl. Das ist auch irgendwie immer diese Wunderheilung. Die ist hier noch. Ja, klar. Aber immerhin fährt jetzt Harry Mason Karussell. Das war's wert. Hä? Ah, oh. Hallo. Das ist das Pferd dazwischen. Ist auch nicht so gut. Warte, ich muss schon mal einen Drink nehmen. Ja, mix mir einen Drink. Und jetzt der andere Drink. So. Okay, sie muss näher rankommen. Ach, komm. Lass die Frau mal näher rankommen. So, jetzt ist aber nah genug. Jetzt gibt's Traubensaft. Ach komm. Hör auf. Hören Sie mir auf. Jetzt aber. Also näher geht's ja wirklich nicht. Jetzt ist ja schon die Angriffsanimation. Warum was nicht? Was ist denn hier los? So lecker. Und muss man sie noch ein bisschen schwächen. Oh, ach, fick dich doch, du blöde Koch. Wir laden das nochmal. Wo bin ich denn jetzt? Im Menü. Aber jetzt, also... Ja, dann kitzeln wir die Alte nochmal. Kitzel sie! Ja, genau. Die lustige Kitzel mich, Sibyl. Jetzt erhältlich. Kitzel mich, Sibyl, hält aber ganz schön gut aus. Ja? Dann bringen wir die Alte halt um. Sieht nicht so gut aus. Oh, kitzel mich, Sibyl, ey. Du machst mich fertig. Wir versuchen jetzt mal den Drink ja, zu nehmen. Ja, jetzt Traubensaft. Ja! Ja. Oh, Sibyl. Ja, yeah, Traubensaft, pfui. Noch nicht mal getroffen, ey. Oh, Klotz, ey. Oh, Harry, du Klotz. Aber es geht dir gut, sie quälen. Das klotzt. Es war doch die Säure, scheiße, Harry. Oh, nein. Oh, ein Otterbaby. Ich liebe Otterbabys.
Tritt drauf. Ey, macht er sogar. Hab ich gar nicht mehr. Der Klotz, ey. Was ist das? Erstmal tot treten. Sybil. Oh, ein Otterbaby. Harry Mason hasst Otterbabys. Don't talk. I'll take care. Lass es einfach über dich. Harry Mason, du hast ihr mehrmals mit einem Jagdgewehr in den Brustkorb geschossen. Selbst wenn der Dämon jetzt draußen ist, sie wäre jetzt sowas von Matsch. Sie wäre einfach mal jetzt hinne, ne? Why her? I'm not sure myself. Plotfehler. But you know, Cheryl isn't my biological daughter. Aha, jetzt ist es endlich mal rausgekommen. Er gibt es zu. Wurde auch mal Zeit. Ich glaube, jetzt braucht er den Rollstuhl. Spätestens jetzt. Sibyl, ich habe dir deine Wirbelsäule durchgeschossen. Du wirst nie wieder laufen können, aber ich habe ja diesen Rollstuhl hier. We didn't have any kids of our own. My wife was sick. And it didn't look like she was getting any better. So we took Cheryl in. Ja. Da klebt noch Blut. There might be some connection between Cheryl and this town. Meinst du? Mhm. So what do you do now? Sie ist ein Kind dieser Stadt. Cheryl is my daughter. I will save her no matter what. Ich hab ein Otterbaby zertreten, was soll jetzt noch schief gehen? Uns ist übrigens aufgefallen, dass der alte Godzilla aussieht wie ein Otter ein bisschen. Ja, vom Gesicht her, und das ist die seltene Otterkrankheit. Ja, Godzilla war nämlich eine normale Echse und dann hat er die gefährliche Otterkrankheit bekommen. Die jeder dritte Mensch auf der Erde auch hat. Ja. Das kann nur nicht sein. I show. Hi. Hold it right there. Stehen bleiben oder ich schieße! Jetzt verschwindet sie. Oh nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder! Nein, jetzt holt er seine Keksdose raus. Ja. Sein Flaus. Die Triforce. Genau. What? Was? Oh, sie hat sich auf mich geschossen. Also wieder typisch Amerika. Gibt Kindern keine Waffe in die Hand. What oh, is? Kraftfelder. Huh? Hä? Was leuchtet denn hier? Sein oh! Ist und da ist es weg. Das ist wie bei Zelda. Nie gespielt. Schäme dich! Hm. Ich hatte ja kein Nintendo. Ja, schieß auf die Hexe. Ja, ja, sehr gut. Wenn Harry wüsste, was er da tut. Aber er weiß ja schon die ganze Zeit nicht. Give me back my daughter. Harry Mason handelt komplett impulsiv. Oh. Und immer noch keine Schuhe an. Aber dafür eine dicke Schicht Hornhaut. Hat da so Nägel drin stecken und merkt es nicht. Ach, mach mal nix. Mama? Kiss my feet. Ja, küsst mir die olden Mauken. Ja, du warst ganz unartig. Ja, zum Glück hat mir Harry der Klotz geholfen. Ja, Gott sei Dank. Ach, ihr seid doch alle verrückt, ey. Ihr seid doch alle wahnsinnig. Das ist doch alles Kauderwelsch. Sag, Humbug. Lass mal alle mit dem Karussell fahren und dann Softeis kaufen. Und dann ist alles wieder gut, ja? Ich glaube, das Software ist sehr salmonellen belastet in der Stadt. Ja, eventuell. Diese blöde Softplöre. Ja, echt mal. Jetzt kommt ein bisschen Plot und Harry Mason versteht es schon wieder nicht. Das ist alles zu viel für ihn. Er will doch nur Otterbabys töten, mehr will er doch gar nicht. Mit seinem mächtigen Jagdgewehr. Genau, geh ab ins Bett, Mädchen. Was passiert hier? Oh, das Sandmännchen kommt. Sandmann, lieber Sandmann. Oh, das Sandmännchen ist nicht so gut drauf heute. Aber es ist gekommen. Immerhin. Frag sich nur wieder, wohin. Oh, oh, Lisa. Oh, da guckt der Klotz aber. Da, oh, da sah aus wie ein Frosch. Lisa, ich hatte einen strange dream. Frosch Mason. Mit einem... Komposagnus, oder wie die heißt. Komposagnatus? Ja. Lisa,
What happened? Where's Alessa and Dahlia? Ich habe keine Ahnung. Du hast geträumt vielleicht? Ich habe an deiner Banane rumgefummelt, als du geträumt hast. Ach, darum ist das Licht an und ausgegangen. Ach, die Banane. What is it, Lisa? So I went to look in the basement. Ach, jetzt da solltest wieder. Du doch nicht hingehen dürfen. Das ist doch verboten. Like you said, there were these creepy rooms. Creepy rooms. Ja, nur dumm, dass dort die einzigen Toiletten im ganzen Gebäude ja. sind. Vor allem der Raum, wo sie jetzt gerade sind, ist ja auch nicht so creepy. Also, der geht noch. Hat Vippi schon mal schlimmer gewohnt. Vippi schon mal schlimmer gewohnt. Diesen Rostkäfig. Diesen blutigen Rostkäfig, ja. So, Herr Wippermann, Ihre Unterkunft. Okay. So Hauptsache, ich kann schreien. Hier kommen die besten Ideen. You're in shock from when you were knocked out. Vippi sollte mal Kinderbücher schreiben. Habe ich ihn auch schon empfohlen, da kann man wenigstens noch Geld mitmachen. No. You don't understand. Sie haben kein Medizinstudium hinter sich. Sie sind nur Schriftsteller wie Vippi. Zumindest bei Shattered Memories. Hier ist einfach nur Harry. Der arbeitslose Harry 4. Harry 4. Hier ist einfach der arbeitslose Otter-Baby-Tötende. So, das Jagdgewehr sieht lustig aus, aber ja, wir wollen eine andere Waffe. Ja, das ist auf jeden Fall, wollen wir eine andere. Nehmen wir die Pistole. Wie viel Munition haben wir denn dafür noch? Ach, geht ja noch. Das ist alles okay. Reload. Hier ist auch alles okay. Wie viel haben wir davon? 39. Reload, ja, passt. Ja, ja. So. Da wären wir im Krankenhaus. Ihr wisst ja, welche Gegnerart so kommt. Das müsste jetzt hier aber eigentlich relativ kurz sein. Ja. Weil wir müssen jetzt in den Keller gehen. Wo die creepy Rooms sind. Nur da waren, glaube ich, ziemlich beschissene Gegner. So. Ach. Ah, warte du, mal. Was? Du lügst doch. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo wir sind. Wir haben keine Karte. Das ist schon ein Teil vom Nowhere. Ah, wir sind schon... Nowhere kriegt man nämlich keine Map. Ja. Dafür ist es aber auch nicht so umfangreich, soweit ich weiß. Ja, aber du hast recht. Ja, das kann gut sein. Da siehst du, es beginnt schon... Es beginnt schon ein bisschen freizügiger zu werden, was den Boden betrifft. Die Einrichtung, ja. Sesam, öffne dich. Und was ist da drin? What happened in this town? What could be making? Du weißt auch die Kaugummifabrik, Harry. Ja, die böse Kaugummifabrik. I have a feeling if I take the elevator down, I'll find it. Wisst du, ob sich jetzt der Fahrstuhl auch funktioniert? Die Türen gehen. Wenn die Türen gehen, geht auch der Rest. Ich glaube, den Toaster kann man auch benutzen. Der war nur ein bisschen geschmolzen. Die Heißmacheinheit war noch intakt. Das Kabel auch so weit, so man, ja, ja, so über den Daumen gepeilt. Ist okay. Tja. Welche Tür hätten sie denn gerne? Ist doch eh alles wieder zu. Ich höre komische Tiere. Oh, kein Vogel. Da ist ein Schlüssel drin. Ach, hier kommt dann auch das mit dem magischen Kühlschrank und dem Siegelring. Oh, der Schlüssel soll mal aufhören, mit seinem Flügel rumzuflattern. Das macht mich ganz flatterig. Ganz wuschig. Wuschig macht mich ja ganz wuschelig. Wuschelig. Wuschelkuschel. Da ist natürlich alles offen. Das ist ungewöhnlich für Silent Hill. Ja, hier ist auch ein Schlüssel. Den kriegen wir aber auch so nicht raus. Nee, natürlich nicht. Wie soll man den da rauskriegen? Da muss Harry erstmal wieder ein paar Sachen zusammensammeln. Ja, MacGyver-mäßig. Wer lacht denn hier? Bist du, Jetzt hat bestimmt Harry Mason ein bisschen Ektoplasma in seiner Hose. Ja, natürlich. Natürlich ist das Ektoplasma in meiner Hose. Eine Uhr. Ach, siehst du, das ist hier. Dieser bekloppte Laden halt. Der bekloppte... Ja, ja, der bekloppte Laden. Wo es die Scherzbrillen gab und so. Ja. Und auf jeden Fall. Das ist ein Rätsel mit der Uhr.
wie man sich schon denken kann. Ja, bitte stellen Sie die richtige Zeit ein. Da ist ein Quadratloch in der Mitte. Ja. Ja, aber da müssen wir wahrscheinlich erstmal irgendeinen Hinweis finden. Guck mal, eine kranke... Och Gott, ihr schon wieder. Wie habe ich dieses Stöhnen vermisst? Oh. Opiel. Was ist denn die Tür eigentlich? Opinel ist eine Messermarke. Ja. Keller. In den Keller. Mason rennt in den Keller und findet leider keinen Wein. Nein, nur ein Klassenzimmer. Ja, okay, das kam überraschend. Aber wo ein Klassenzimmer ist, ist auch Wein. Naja, bei uns war das so. Go home. Deep. Nach Deep heißt das? Drop Deed. Ja, fall tot um. Ach, Dead hieß das. Ja. Drop Dead. Ach, Deed. Ach ja, ist klar. The Deed is done. Was ist denn das hier, eine Scheißblume? Auf jeden Fall gab es hier Einzelunterricht. Für einen Dieb. Für einen Dieb. So bestimmt Mr. Mittens. Ach, Mr. Mittens. Er ist immer noch nicht vergessen. Ich würde ihn auch niemals vergessen. Oh, hier ist Werkzeug, das ist gut. Das ist gut, da kriegt er endlich seine scheiß Schlüssel aus dem Wasserhahn. Stöckelschuh Mason. Kommt. So, ja, dann wollen wir mal diese Schlüssel daraus prokeln. Naja, für den Vogelkäfig braucht man noch was anderes, glaube ich. Der Schraubenzieher ist für eine Platte, die wir irgendwo abschrauben müssen. Okay. Ach, immer dieser Handwerker-Spaß mit Harry Mason. Do it yourself mit Harry Mason. Ja. Nein, das war es nicht. Ich bin eine kranke Schwester. Warte, ja, da liegt sie nun faul rum auf dem Boden. Der Raum war das? Volle Sau. So, mal gucken. Jetzt müssten wir eigentlich die Zange gebrauchen. Ja, das denke ich auch. Dann gucken wir mal. Wo hat da die Zange hingetan? Die Pliers. Pliers? Die Zange eben. Ah, Handwerker Mason, ey. Er verlegt gerne Rohre. Willkommen bei Tooltime. Ah, Opie, das ist diese Tür, die wir vorhin gefunden haben. Das ist schon mal gut. Das ist gut, ja. Aber erstmal will ich gucken, ob man hier geradeaus weiterkommt, aber ich glaube nicht. Das ist wie bei Resident Evil, wo du verschiedene Siegel einsetzt. Ach, da steht auch was drauf. Ah, Haggit. Haggit. Also kommen wir hier auch später auf. Haggis? Ich hasse Haggis. Ja, ich auch. Obwohl ich es noch nie gegessen habe, aber... Das klingt schon so eklig, sind Schafsmagen, ne? Ja, Schafsgedärme im Schafsmagen, dann wird es aufgekocht. Ich weiß ja nicht. Diese Engländer. Besonders diese Schotten und andere Schotten. Und Waliser und Schotten. Und Schotten und andere Schotten. Dieser Willy. Lydia Finley, Trevor F. White. Guck mal, ist die Liste Sensenmanns. Steht da. Bertha T. Morgan, Edward C. Briggs. Die sind alle tot. Sind alles Präsidenten von Silent Hill gewesen. Ah, hier ist ein Schlossrätsel. Gib einfach Harry Mason. Harry Mason. Oder Mole. Also. Also das ist ja eine Todesliste. Muss man die jetzt nach Alter anordnen? Oder nach Vornamen? Was musst du da jetzt eingeben? Ich weiß nicht. Da bin ich jetzt überfragt. Wir gucken erstmal weiter. Vielleicht finden wir noch Hinweise. Mehr Hinweise. Hey, das ist wie ein kleines lustiges Detektivspiel, was wir gerade machen. Professor Layton für Erwachsene. Ohne Scheiß, ja. Wir sind gerade bei Professor Layton. Ah, das Rätsel, das ist simpel. Ja. Hier haben wir ja so magische Sternzeichen. Ja, ey, das ist mein Sternzeichen und deins auch. Ja, Waage. Waage. Genau. Ja. Das ist ja simpel. Guck. Das ist der Schütze. Hier haben wir 4. Obwohl, warte mal, zählen die Arme mit? Ich glaube ja. Also Gliedmaßen zählen quasi. Genau, Arme oder Beine. Ja, das ist ja ein Stier. Ja, 4. Willkommen bei Gliedmaßen zählen. Und wen haben wir hier? Zwillinge? Ich glaube. Ja. 8. 8, ja.
Ja, und die anderen Bilder, die da hängen, sind quasi jetzt Hinweis. Ja, was du zum Beispiel die Waage hat halt zwei Arme, der ja. Fisch hat null. Ja. Also ist eigentlich relativ simpel. Das war okay. Das wusste ich auch noch. Gut, wenn man es jetzt noch nicht kennt, da überlegt man vielleicht erstmal einen Moment so, was könnten sie von mir wollen, aber... Ist okay. Oh, ach, doch, komm, doch, ach ja. Komm. Das war jetzt aber, das war aber ein ganz schöner fieser. Oh. Blöde Mistsau, das kam überraschend. Selbst für den Klotz. Oh, oh. Aber hat nichts gemacht. Nö. Blöde Scheißdrecksau. Gut, warte mal. Hier ist zu. Jammt, jammt, alles voller Marmelade. Diese blöden Schlösser. Alles schmeckt nach Cola, das ist gut. Kalle Katjes. Das ist wie ein Fluch. Selbst dieser Burger schmeckt nach Cola. Selbst meine eigene Kotze schmeckt nach Cola. Selbst der süße Geschmack des Todes schmeckt nach Cola. Ja, so ist das. Names engraved on a like. Da siehst du es schon wieder. Yes. In Order of Age, ja. Gut, dann musst du sie von jung nach alt einfach anordnen. Aber musst du die ganzen Namen eingeben, oder? Das glaube ich, das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das ist ein bisschen ein bisschen sehr viel. Aber es waren ja keine Zahlen hier, es ist alles nur... Alles Alphabet. Buchstaben. Ja. Ja, A bis Z. Reichen die Initialen dann, oder? Müssen wir mal gucken. Muss ich mal so aber ausschreiben, wa? Ja, ich glaube, wäre besser. Also AL demnach, dann LF, irgendwie so, ne? Das würde ich als einziges nur Sinn machen. Ja, stimmt. AL. Ja, warte mal, ich schreibe mal auf. AL. Vielleicht reicht auch nur ein Buchstabe von vor oder nach. Aber wir schreiben erstmal AL. Ja. Dann RT. Nee. Ach nee, gar nicht. LF. EC. LF. LF, ach, das ist 35. Ja. Das ist 85 oder 35? Das ist 35, wenn du mich fragst. Dann EB demnach? ECB steht da aber. Ja, dann muss man doch so machen, ja. Deswegen ist der also doch nur die Initialen, ja. Dann 45 RTM. Und der älteste sagt TFW. Probieren wir das mal, ne? Ja, das würde als einziges aber wirklich Sinn machen. Was willst du mal den Zettel? Ich diktiere dir. Also AL. A. L. L. LF. L. Wo ist das F? ECB. ECB. Dann RTM. RTM, wo ist das R? Verdammte Scheiße. Da. RTM. Mhm. LM. Und TFW. Komm schon. Komm schon, Jackpot. Ja, das hat ja mal wieder super funktioniert. Ja. Dann versuchen wir es mal mit den Anfangsbuchstaben immer nur. Ja, A, L. Ach, jetzt weiß ich, da kommt Alert raus, also Alarm. Ach stimmt, Red Alert, ja, das würde Sinn machen, ja. Stimmt. Gut, dann nur die Alert, das ist aber... Warum machen sie denn drei Buch? Ach, das ist doch verrückt. Alert, Red Alert. Aber man hat trotzdem nichts gehört. Hä? Aber das war richtig. Und da kann ich mich dran erinnern. A, L. E. R, T. Aha, warum hat das eben nicht funktioniert? Bestimmt verklickt. Naja, gut. So viel dazu. Dining Room. Den Witz hatten wir schon seit... Der war schon lange nicht mehr Ewigkeiten. Gemacht. Ja, bei Resident Evil wird es auch ganz edel. Wenn es dann wirklich kommt. Wir jeden Raum mit Dining Room betiteln. Auch die Toiletten natürlich wieder. Dining Room. Für manche Leute stimmt das sogar. Komischerweise gibt es bei Resident Evil 1 nur Klos. In den anderen Resident Evil Teilen gibt es keine Klos. Im ganzen RPD gibt es kein Klo. Das sollte zu denken. Ob das die Toten sind, die auf der Liste standen? Ach, bestimmt. Das wäre cool. Das wäre echt ziemlich cool. Juden! Stern. Juden! Es war ja wieder klar, dass die dahinter stecken. Wie hinter jeder verrückten Stadt. Ja, warte. Tel Aviv, Jerusalem, immer diese verrückten Städte. Was kann man denn jetzt mit dem ollen Stern machen?
Kannst ja von der Moschee legen. Ist es da schon? Genau. Kannst du diesen Stern auf den Schweineschnitzel legen und das mal vor eine Moschee legen? Auf den Schweineschnitzel. Das kommt immer gut an. Ich habe gestern Schweinemett gegessen. Schweinemett? Harry? Lisa? Wie kommen Sie denn hier? So wirklich. I get it now. Ach ja? Why I'm still alive, even though everyone else du bist Bruce Willis, richtig? Sie ist eigentlich ein Geist. Ja. Spoiler! Spoiler-Alarm! Für unsere chinesischen Zuschauer. Ja. He's a ghost, übrigens. Lisa. Ja. Lisa? Stay by me, Harry. Please. Die ist so wie eine Klette. Ja, ich mach Klette, ey. Du verrückte, tote Geisterklette. Na, lieber eine Geisterfrau, die auf einen abfährt, als gar keine Frau. Please. Die geht ganz schön. Harry. Geht die denn? Kipp nicht um, du! Du bist doch betrunken. Betrunkene Frauen sind furchtbar. Das stimmt. Warum ist sie nicht durch die Wand geflogen, wenn sie ein Geist ist? Es ist nicht so ein Geist. Ach so. Es ist ein anderer. Es ist eine andere Art Geist, ja. Geister bluten. Oh nein, Lisa, was habe ich getan? Der grobe Klotz hat wieder seine Gewalt unterschätzt. Oh nein. Dieser häusliche Gewalt, Harry Mason. Häusliche Gewalt, Harry Mason. Toll gemacht, Klotz. Entschuldige dich bitte. Echt mal. Das ist wenigstens eine Packung Moncherie angesagt, ne? Schnell weggehen. Harry Mason hat nicht gemacht. Harry Mason ist unschuldig. Harry Mason ist das wahre Opfer. Harry Mason ist immer das Opfer gewesen. Seit Anbeginn des Spiels. Er drückt sich selber so ein heißes Bügeleisen ins Gesicht, damit es aussieht, als wenn er sich nur gewehrt hätte. Lisa? Gott sei Dank, sie ist weg. Jetzt muss ich mir keine schlechten Gewissen machen. Oh. Sie hat ihr Tagebuch verloren. Na sowas. Ask Dr. to let me cry. Okay. Too weird. Aha. Die Wunden heilen nicht. Och, warum denn nicht? Ist doch so lustig im Krankenhaus. Tja, jetzt hat sich mal eine andere Ausbildung ausgesucht. Ja, zum Beispiel, Metzger. Pferdeschlacht. Was? Kotze? Sie kotzte? Blut und Alter. Fließt, Waschbecken. Ich brauche Drogen, ja, ist doch schön. Hilfe. Ich brauche Drogen. Entschuldigung, ich brauche Drogen. Nein, ich glaube, damit war Medizin gemeint, oder? Ja, das heißt ja bei denen auch Drugs, Drugstore. Ach, jetzt macht das selber nochmal. Nein, das wollen wir jetzt nicht. Harry Mason, ich weiß, du liest gerne, aber das ist ein bisschen sehr übertrieben. Nimm's dir doch mit. Ich meine, was er eh schon rumschleppt. Zwei Gewehre. Dass er die so gut kaschieren kann, ne? Ja, ein Kriegshammer, der schleppt so viel eine Rohrstange, der nimmt also. Jetzt frage ich mich nur, wo wir lang können. Hier war auch alles zu. Eine Karte haben wir ja nicht, ne? Nee. Ja, Vogelkäfig bleibt noch übrig. Und wir haben noch einen Schraubenzieher. Obwohl, den haben wir schon benutzt, ne? Nee. Den müssen wir aber woanders benutzen. Das weiß ich mit Gewissheit. Gut. Aber wir können es ausprobieren. Ja. Schraubenzieher und Vogelkäfig ist doch immer super. Hier braucht man nicht mehr rein. Nö, hier ist ja der Sternzeichenraum gewesen. Oder wir können diesen Stern irgendwo bei dieser anderen Tür einsetzen. Ja, das macht Sinn. Damit wir ins Judenzimmer kommen. Einen fertigen Juden. Wo nur wieder richtig viel Gold gelagert wird. Richtig viel Gold. Aber richtig viel Gold. Also mehr als... Ey. Oh, die können ja laufen. Die blöde Kuh. Das sind andere. Es gibt auch unterschiedliche. Ach ja, stimmt. Die blauen Blaukittel. Ne? Schicke Latschen. Das sind so Dr. Birkenstock oder wie heißt ja. Kann man hier den Stern einsetzen? It's locked. Ja, Hagit. Hagit ist so ähnlich wie Jude. Da können wir es bestimmt... Ach, schade. Vielleicht müssen wir da mit dem Vogelkäfig aufbrechen. Das ist ein jüdischer Vogelkäfig. Ja, andere Wege gab es ja gar nicht mehr, ne? Ja, dann... Obwohl, was ist denn das? Vielleicht hier. Nee, ist Falek. Aber da haben wir doch... Falek haben wir doch, die Platte. Oder? Warte mal. Stimmt. Du hast recht. Für Alec geht doch voll klar. Name ist Dawn of Time. Nee, das war noch ein anderes Ding. Da
Vielleicht können wir da einen Kassenbon reinstecken. Ja. Nee. Hä? Hat man nicht irgendwas? Das Clockface. Ach! Ach, das ist die. Die muss man ja, bei der Uhr. Ja, die Uhr macht Sinn, ja. Ja, ja. Muss man nur wiederfinden, wo die Uhr war. Oh, fuck! Fuck! Ärztekongress! Ärztekongress! Dreh ich schnell um, Harry. Hier brauchen wir zum Glück nicht mehr rein. Ja, Gott sei Dank, ne? Oh, was war das denn für ein... Aua, kein Schaden. Boah. Scheiße, Alter. Scheiß Ärztekongress. Wir wollten nicht stören, Entschuldigung. Das Vogelkäfig. So, und da setzen wir jetzt in die Huhnstelle. Wir versuchen einfach mal alles. Geht ah, nicht. Schade. Schraubenzieher. Nee. Yeah. Was ist denn das überhaupt? Da ist auch eine Platte braucht man da, ne? Ach so, irgendwas ich davor. Bin mir nicht sicher. Oh nein. Jetzt reiße ich hier fast hier alles warum um. Wo war die blöde Uhr? Die war ganz in der Nähe. Oh ja. Naja. Ja, dann Platte einsetzen. So, Herr Mason. Big was Ben jetzt läutet. Läuten tut Big Ben. Ja. Zeitbombe. Oh, man muss gar nichts machen. Ich dachte, man muss ja die Zeit stellen. Harry Mason, bei Silent Hill 2 war, glaube ich, ein Rätsel, wo man die Zeit einstellen muss. Harry Mason muss sich nur ein paar Scherben in die Fresse schicken. So, geh mal ins Menü, was haben wir jetzt da aufgesammelt? Einfach nur ein paar Scherben in die Fresse und kriegst du Schlüssel. Oh, da war der Klotz. Hagrid, das passt doch. Das ist diese große Tür. Haggis. Bist du bereit für Schafsgedärmen? Oh, er hat ausnahmsweise mal das Ding von ohne selbst Menü benutzt. Gemacht, ja. Warum ist das nicht eigentlich immer so? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. So, auch hier machen wir jetzt wieder einen Schnitt, würde ich sagen. Wir warten alle auf die Fahrstuhlmusik. Oh, sieht ja nett aus. Roter Marmor, aber der hat irgendwie... Der hat was, der ja. Hat was. Na gut, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Harry Mason erlebt lustige Abenteuer. Zu Weihnachten. Bis dann, Kindes.